So, hier sind wir jetzt mal wieder. One player, championship, bonus circuit. Jetzt kommt nämlich die höchste Schwierigkeitsstufe und da gibt's nur ein Auto, das zur Verfügung steht. Mit allen anderen kann man das eigentlich nicht schaffen. Weil die alle zu lahmärschig sind. So, jetzt muss ich mich auch erstmal wieder umgewöhnen, dass der Safe State Hotkey ja jetzt woanders ist. Welcome to Country Cove. Mal sehen, wie schwierig der Holzkohle diesmal ist. Letztes Mal hat er ja abgekackt. Bumm, bumm! Ne, das gibt's ja nicht, die starten ja immer noch schneller als ich. Das sind ja Cheateries. Natürlich habe ich immer noch nicht dieses Grafik-Plugin geholt, mit dem der Bug verschwindet. Das heißt, den gibt es immer noch. Ist halt ein Fehler-Error. Ja, aber dieses Auto scheint ein gutes Ending zu haben. Im Gegensatz zum vorherigen. Das läuft eigentlich ziemlich gut. Bin jetzt schon ganz schön weit vorne. Hätte ich gar nicht erwartet. Ja, das Bärmint hat einen Fehler gemacht. Weil er so schlecht ist. Warum bremsen die Gegner denn dauernd? Die sind ja schlecht, ey. Also ich würde die Bremse nie benutzen in diesem Spiel. Wenn man zu schnell ist, dann geht man einfach vom Gas um in der Kurve zu kommen. Aber die Bremse wird natürlich nicht benutzt. So viel ist klar. Aber den Gegnern scheint das ja nicht klar zu sein, weil die so schlecht sind. Irgendwie scheint diese Schwierigkeitsstufe sogar einfacher zu sein als die vorherige, weil ich bin jetzt locker Erster. Ich habe auch ein gutes Gefühl für das Auto. Hey, warum kommt denn der Holzkohle immer näher ran? WTF, ich gebe doch Vollgas. Ja, da stimmt was nicht. Anscheinend hat dieser Holzkohle mal wieder seine Cheats eingegeben, so wie es für ihn üblich ist. Weg mit dir. Springst du, nerviger Holzkohle-Typ? Kann es eigentlich sein, dass die Topspeed von diesem Auto gar nicht mal so gut ist? Weil das vorherige hat eine Topspeed von 140 gehabt. Und hier komme ich jetzt mit Mühe und Not auf 130. Was zum Teufel? Aber ich bin jetzt trotzdem relativ zuversichtlich, dass das nicht so schwer werden wird. Also sonst zumindest nicht. Die nächste Strecke, die wird ein bisschen schwieriger wegen dem Bug. Aber ansonsten. Das Problem ist, ich habe irgendwie gerade auch nicht so wirklich den Nerv, ganz viel rumzulabern. Aber würde ich das gern, damit sich lohnt für denjenigen, der dieses Video hier guckt. Wobei das ja eh nicht viele sein werden. Ich habe nämlich gemerkt, dass meine Beetle Racing Videos natürlich auch mal wieder überhaupt keine Views bringen. Jetzt cheatet dieser Holzkohle wieder. Der hat einfach mal eine höhere Topspeed als ich, was eigentlich überhaupt nicht möglich ist. Aber mehr als 133 scheint dieses Schrottmobil hier nicht zu können. Also das Handling von dem Auto ist zwar ziemlich gut. Oh nein, das habe ich nicht drauf geachtet. Nämlich, wenn man mit dem Auto springt, dann wird immer die im aktuellen Gang mögliche Topspeed angezeigt, aber da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Scheint auch wieder 140 zu sein. Warum sind die Autos denn nicht ein bisschen schneller? Das ist ja cheaterig, dass die Gegnerautos schneller sind und meins nicht. Vor allem sehe ich das richtig, dass das Auto nur 5 Gänge hat. Also als ich Fahrschule gemacht habe, da hatte ich einen VW, der hat 6 Gänge gehabt. Und der konnte über 200 fahren, was ich auch einmal gemacht habe.
Wobei das hier ja auch nicht kmh sind, sondern mph, und ich weiß natürlich den Umrechnungsfaktor nicht auswendig. Weil wer tut das schon? Jetzt kommt wieder dieser Schummelholzkohle, der dann plötzlich einfach viel schneller ist als ich. Selbst wenn man da links hochfährt und den Turbo holt, ist er trotzdem schneller. Das kann eigentlich überhaupt nicht sein. Das heißt also, man muss so fahren, dass er nicht einfach überholen kann. Ey, geh endlich mal weg, du! Kommst nicht an mir vorbei! Das heißt, auf so langen Geraden, da sind die Gegner anscheinend einfach schneller. Weil die einen Turbo eingebaut haben, sozusagen. Ja, na klar, weicht das auch noch der Turbo-Box aus. Super. Totaler Holzkohle. Mal sehen, ob der diesmal immer Zweiter wird. Nämlich letztes Mal war der ja dann insgesamt nach Punkten am Ende nur Vierter. Achso, hier kommt ja wieder das Rumgebacke, das heißt, ich soll versuchen, ohne Safe States durch die Strecke zu kommen. Hoffentlich schaffe ich das. Könnte einigermaßen schwierig werden. Wo es ja im Grunde genommen eh egal ist, weil das Let's Play ja bekanntlich nicht geguckt wird, leider. Vor allem dieser Rasterung da sorgt nicht nur dafür, dass ich schwerer erkennen kann, was da so ist, sondern macht anscheinend auch die ganze Spielumgebung dunkler. Also auch die Stellen, wo ich noch was sehen kann, sind dunkler, als sie eigentlich sein sollten. Ja, dafür bin ich jetzt aber irgendwie durchgerauscht. Die meisten Gegner, die ich da jetzt überholt habe, die habe ich noch nicht mal überhaupt gesehen. Boah. Was willst du von mir? Na toll, hier sieht man überhaupt nichts. Ah! Und was ist eigentlich das für ein Error, dass die Autos nicht in der Lage sind zu springen? Langsam machen Autos konnten das. Okay, die Schubspeed ist tatsächlich 140. Leider. Warum dann der Topspeed-Balken in der Autoauswahl trotzdem weiter nach rechts geht als bei dem anderen Auto, werde ich also auch nie verstehen. Die Balken gehen einfach nicht genau, würde ich mal sagen. Warum hat man solche Balken, wenn sie dann nicht richtig gehen? Aber es ist immer noch weniger nervig als Fortschrittsbalken bei Installationen oder so, die bis 99% gehen und dann stehen bleiben. Das ist nämlich bei so welchen der Normalfall. Vor allem bei diesem beknackten Movie Maker, ey. Da wartet man 10 Minuten, bis sich das blöde Video endlich von AVI in BMV umgewandelt hat, damit es nicht so endlos viel Platz braucht. Und dann wird gesagt, dass es das den Film nicht speichern kann. Am angegebenen Speicherort. Also man muss es immer erst abwarten, um dann ganz am Ende gesagt zu kriegen, ey, Batch, das geht jetzt nicht, hehe, du darfst jetzt alles nochmal machen. Weil die Programmierer-Luschis nämlich zu blöd waren, das einfach so einzustellen, wie jeder normale Programmierer es machen wird, nämlich, dass erstmal die Datei, also die Videodatei, auf Fehler gescannt wird und dann, aber auch nur dann, wenn keine gefunden werden, dann verarbeitet sich, also wird konvertiert und so. Damit der Nutzer nämlich nicht jedes Mal warten muss. Dummerweise gibt es aber auch keine anderen gescheiten solchen Programme.
Nämlich Sony Vegas habe ich auch mal ausprobiert und es geht überhaupt nicht. Das ist der letzte Blödsinn, das Teil. Und es kommt mir nicht mehr auf den Rechner. Hab noch eher den buggigen Movie Maker, obwohl der auch nicht so gut ist. Was auch überhaupt nicht geht, ist irgendein anderes Aufnahmeprogramm als Hypercam einsetzen zu wollen für Let's Plays und so. Also die meisten benutzen entweder Fraps oder Camtasia, aber die haben beide ihre Probleme. Nämlich bei Fraps ist es so, dass man entweder nur 30 Sekunden lange Videos aufnehmen kann, oder aber, wenn man diese alte Version da hat, die mittlerweile angeblich kostenlos ist, und die ich aber auch schon längst wieder gelöscht habe, dann kann man einfach überhaupt keinen Ton aufnehmen, was noch viel toller ist. So resultieren wahrscheinlich die Let's Plays, in denen man überhaupt keine Musik hört. Und die ich deshalb auch überhaupt nicht gucke. Also, ich gucke nur Let's Plays, wo die Musik nicht nur hörbar ist, sondern auch laut genug. Meine eigenen Let's Plays zeichnen sich auch dadurch aus, dass die Musik immer laut genug eingestellt ist, dass man sie hören kann. Ich kriege schon nervige Holzkohle. Du hast keine Chance. Ja, der hat einen Fehler gemacht. Aber wie bin ich da jetzt eigentlich drauf gekommen? Ach so, genau wegen dem blöden Movie Maker, der nicht richtig gehen will. Und wegen den Fortschrittsbalken, genau. Die dann immer bis 99% gehen und dann entweder stehen bleiben oder eine Fehlermeldung kommt. Wer sich das nur ausgedacht hat. Was auch richtig buggig ist, das sind CTDs, also Crash to Desktop für diejenigen, die nicht wissen, was die Abkürzung bedeutet. Das ist nämlich ein Zeugnis der absoluten Faulheit, wenn man nicht wenigstens eine Fehlermeldung ausgibt. Wobei CTDs auch immer noch besser sind als die Windows-Idioten-Fehlermeldung, finde ich. Dieses bla 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 hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden, weil wir so blöd waren, extra nach Problemen zu suchen. Und wenn wir nicht gesucht hätten, dann hätten wir auch keins festgestellt und dann könnte das Programm jetzt noch weiterlaufen. So ein Blödsinn, ey. Und nämlich diese Fehlermeldung, die gibt es in allen Windows-Versionen. Nur haben diese Zucker von Microsoft gedacht, sie wären cool und es wird niemand merken, wenn sie die Fehlermeldung einfach mit jeder Windows-Version anders schreiben. Aber im Grunde genommen ist es immer derselbe Fehler und die wollen halt drüber hinwegtäuschen, dass sie zu blöd sind, den endlich mal zu beheben. Nämlich in Windows so und so viel und 90, also 98 zum Beispiel, da hieß es, diese Anwendung wird wegen einem ungültigen Vorgang beendet. Also ein ganz behämmerter Spruch, wenn du mich fragst. Unter Windows XP heißt es, bla 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 hat ein Problem festgestellt, bla bla bla. Und unter Windows Vista oder 7 heißt es, Projekt 64.exe funktioniert nicht mehr, was auch eine tolle Fehlermeldung ist. Und da waren all diese Fehlermeldungen, sind alle ein und dasselbe Problem. Das die von Microsoft nämlich einfach nicht behoben kriegen. Und ich bin so froh, dass ich auf diesem Rechner hier diese Fehlermeldung irgendwie nicht habe. Also wenn hier irgendwas abstürzt, und zwar selbst unter Bedingungen, wo es unter jedem anderen Windows XP Betriebssystem die Fehlermeldung gäbe, dann gibt's sie hier nicht. Selbst wenn Projekt 64 abstürzt, was in einem der letzten Parts passiert ist, dann gibt's einfach nur einen CTD und nicht noch zusätzlich die blöde Meldung, zum Glück. Ich hab zwar keine Ahnung, wie das kommt, dass das nur bei mir so ist, aber ich bin froh drüber. Muss ich durch diesen Dummy-Vulkan, in dem man eh nicht überholen kann. Und Ausnahmen bestätigen die Regel. Weil er nämlich direkt vor mir war. Aber man kann hier eh nicht schnell fahren und kommt deshalb an die Gegner nicht dran, die vor einem sind. Das heißt, in der letzten Runde muss man schon Erster sein, wenn man in den Vulkan reinkommt. Und darf da drin dann auch keinen Fehler machen.
Aber die ersten beiden haben ja mal viel zu viel Vorsprung. Muss ich das wieder einholen. Ich finde es echt gut, dass dieses Auto im Gegensatz zum vorherigen ein gutes Handling hat. So, jetzt kriege ich dich aber, du Typ da vorne. Nerviger Spermint-Typ. Dass er so blöd ist und bremst. Mir wäre das nicht passiert. Hey, du nerviger Holzkohle-Typ. Finger weg von der Bremse oder du bist erledigt. Wer bremst, verliert. Ja, dass es so lange dauert, auf dieser Strecke endlich auf den ersten Platz vorzukommen. Muss ich da halt auch vorne bleiben. Mir überlegen, über was ich als nächstes labern will. Nämlich eigentlich ist es so, dass jetzt der Flüschelbüschelkopf ganz schön lang nicht da ist, weil die ist in Urlaub und ich nicht. Und ich kann jetzt also theoretisch ganz viel Let's Playen. Also ich kann natürlich theoretisch auch dann Let's Playen, wenn der Büschelkopf da ist, aber dann besteht halt immer die Gefahr, dass die irgendwas von mir will. Und das, was sie von mir will, ist nicht unbedingt immer schlimm. Aber ich habe halt keine Lust, ständig meine Let's Plays mittendrin unterbrechen zu müssen. So sieht's aus. Wobei es natürlich auch immer sein kann, dass der Büschelkopf anruft. Also jetzt, während ich das hier zum Beispiel gerade eben Let's Play. Weil das nämlich so ein totaler Schmuse-Büschelkopf ist. Was? Oh nein! Ich wollte mich eigentlich rausholen und habe aber anscheinend entweder die Taste zu spät gedrückt oder aber der Emulator hat wieder gelockt. Das ist nämlich wahrscheinlicher. Nämlich, ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, zum richtigen Zeitpunkt gedrückt zu haben, aber wahrscheinlich hat es wegen dem Lag mal wieder den Tastendruck nicht richtig registriert, also nicht rechtzeitig. Hurra! Aber ich bin ja immer noch Erster, also ändert's nichts. Eigentlich ist es auch erstaunlich, dass es mir hier auf dem Emulator so leicht fällt. Obwohl der Emulator nicht nur diese ganzen Bugs hat, sondern auch noch die Pfeiltasten ja kein Steuerknüppel sind und man somit eigentlich nie so wirklich genau steuern kann hier. Trotzdem ist die Steuerung aber ziemlich gut. Also mit diesem Auto finde ich jetzt. Sobald man mal dieses Auto hat, wird das Spiel eigentlich ziemlich einfach. Wobei für die einfacheren Schwierigkeitsstufen ist dieses Auto auch overpowered, weil es einfach schneller ist als die Gegner dann. Wenn man nicht gerade hier in dem Vulkan ist, dann kann man mit diesem Auto die einfacheren Gegner ganz locker abhängen. Und die werden dann aber natürlich nicht disqualifiziert, selbst wenn sie mehr als eine Minute zurücklegen. Das ist natürlich typisch. Natürlich kann wieder mal nur der Spieler disqualifiziert werden. Wobei es natürlich auch so ist, dass auch nur der Spieler... dass nur der Spieler Game Over gehen kann, wenn er schlechter ist als Dritter. Ist überhaupt leider in vielen Autorennen so, dass der Spieler weiterkommen muss, dagegen die Gegner kommen immer weiter. So als wäre der Spieler der Neuling, der gegen die alteingesessenen 7 Gegner fahren muss, die auch immer zusammenhalten und so. In Super Mario Kart war das ja wirklich so, dass die Gegner zusammenhalten und nur dann ihre Items einsetzen, wenn der Spieler kommt. Dasselbe gilt leider auch für den Zweispieler-Modus. Leider sind nämlich damals die Entwickler nicht auf die Idee gekommen, dass es doch eigentlich cool wäre, wenn man es auch so einstellen könnte in den Spieloptionen, dass jeder gegen jeden fährt. Ich meine, man hätte es ja so machen können, dass man nur dann wirklich weiterkommt, wenn man es in dem Modus schafft, der momentan drin ist. Also in Super Mario Kart meine ich jetzt. Und das ist aber auch, wenn man einfach mal Lust drauf hat, einen Modus gäbe, wo jeder gegen jeden fährt. Dann hätte sich das Spiel bestimmt viel mehr verkauft. Leider ist es aber so, dass ich nicht so ein Spieleentwickler bin, sondern ich bin nur Modder. Und nämlich bei Spielen, die sich modden lassen, da mache ich es natürlich so, dass sie sich dann so spielen, wie ich sie von Anfang an gern gehabt hätte. Aber ich kann halt keine ROM-Hacks und so. Und deshalb muss ich diese ganzen Nintendo-Spiele leider so nehmen, wie sie kommen.
Wobei, genau das könnte ich aber noch erwähnen. Obwohl, jetzt nähere ich mich dem Ziel. Jetzt muss ich mich, glaube ich, ein bisschen konzentrieren. Aber ich habe vor, Motto RKS zu erstellen, wo die Stages viel schwieriger, also viel japanischer sind. Und das werde ich dann nämlich logischerweise RKS The Lost Levels nennen. Ob ich das veröffentlichen werde, weiß ich aber noch nicht. Fakt ist nur, dass wenn ich es hinkriegen sollte, dann mache ich natürlich auch ein Let's Play dazu. Erster! So. Ich habe einen super Rekord geschafft. Also viel besser als letztes Mal. Hier soll jetzt gleich ein Cut kommen. Mal sehen, wie lange ist denn das Video. Mit dem Tatöper-Cam nehme ich mal wieder diesen Total-Bug. Okay. Hier gibt's jetzt einen Cut, aber ich warte mal noch 10 Sekunden, weil bestimmt schlägt der Bug wieder zu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, bla bla bla.